Wir sind im ersten Challenge-Raum. Oh, die Katze. Ist eigentlich gut. Ich verliere da nur 3 rote Herzen dadurch. Aber warum nicht? Aua. Und haben aber jetzt 8 Leben mehr. Brauchen wir noch ein Katzen-Item? Dann haben wir Guppy. Einmal die Foto haben wir. Jetzt haben wir den Körper. Und vielleicht den Kopf oder den Schwanz oder das Halsband. Was war noch? Ich glaube, da war noch was anderes. 98 Münzen. Yeah. Wo ist der Shop? Hatten wir noch nicht. Muss ich suchen. Letzte Möglichkeit für einen Shop. Und da kommen wir direkt in den Womp. Und ich kann mir alles kaufen, was ich finde. Und noch eine Menge Spenden. Ah ne, warte. Ich glaube, die Spendenmaschine hat die abgebrochen. Weil es schon zu viel hat. Oh, das ganze Geld hier. Hol ich danach. Nach dem Shop. Warte. Wow. Pam. Spür das. Nein, 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 nein. Mann. Wo hat sie mich denn hingeschubst? Okay, da unten ist der Goldraum, der zweite. Guck ich mal hier nach dem Shop. Ich vermute es mal. Wow. Wow. Wäre natürlich logisch, weil da unten schon ein Ende im Gelände ist. Noch mehr Geld. Ich brauche gar nicht so viel. Ich lasse mal liegen. Vielleicht brauche ich es ja noch. Wenn ich mir nicht alles verschießen sollte. Warte mal. Den muss ich jetzt nach oben sprengen. Juhu. Juhu. Hallo, Tag. Nein, das wäre mehr Glück als Verstand gerade. Eigentlich nur rumgedümpelt gerade. Aber denn? Der Schuss hat getroffen. Glücklicherweise. Achso, die Ecke kann ich sprengen, wie ich will. Komm da nicht rüber, ohne zu fliegen. Ich hatte am Anfang echt überlegt, wie komme ich da hin? Spreng ich den nach links, nach rechts? Bis ich da mal alles ausprobiert hatte und dann so, hä, es ist doch eh über Ecke. Aber gut. Empress, wir werden stärker. Des, wir machen Schaden an allen. Joker, nehmen wir. Yes, Guppy! Jetzt spawnen wir fliegen, wenn wir Gegner treffen. Hiermit könnten wir dann schwarze Herzen spawnen. Die machen sogar Schaden am Gegner. Aber ich will meine Herzen nicht opfern. Ich behalte es einfach mal, was ich habe. Was ich habe, habe ich. Wie sagt man so gern? Kann ich jetzt überhaupt so... Weil wir trainieren ja nicht fliegen oder so. Noch einmal, Mom? Nee. Ah doch, es geht. Wir haben 2 Hände zerstört, 2 Fliegen sind gekommen. Komm schon so ungefähr hin. Aua! Und ja, es kommen einfach sehr viel Fliegen. Katzen ziehen Fliegen an. Katzen machen Dreck. Haustiere machen allgemein Dreck. Aber vielleicht lohnen sich ja die Vorteile von Haustieren. Wenn man sie nur genügend mag, sage ich mal. Ach klar, wir können fliegen, ja! Gerade fast vergessen. Kann man irgendwas holen? Ich gucke mich mal später nochmal um. Ich fliege nochmal dann kurz durch. Durch. Ich fliege dann kurz durch. Nein, So, wo haben wir nur noch welche? Komm schauen. Einer. Eine Made. In seinem schlammigen Zuhause. Und wir finden mehr Truhen durch den Guppy's Tail. Das finde ich cool, dass wir schon so früh Guppy haben. Da könnte der... Na gut. Man kann trotzdem noch sterben. Das ist noch nicht gesagt, dass man es schafft. Das Empress. Ich nehme mal das mit. Da mache ich einen Raum, alles kaputt. Und einen Raum später. Hier zum Beispiel, zack, ein bisschen Schaden. Okay, war nicht alles kaputt, aber immerhin. Komm schon. Nein, aua. Zu viele. Wo soll ich hingucken zuerst? Au. Genau das ist das Gemeine gewesen. Also wenn man es einfach sich selbst treffen kann. Zack, brauchen wir nicht. Hier oben sind noch Steine. Komm schon, und? Nö. Hier? Gib mir eine Treppe. Komm schon, eine Leiter. Nicht Treppe, Leiter. Nicht. Aber da oben war der Shop. Ich weiß es. Ich hab's gesehen. Als der Pilz uns kurz den Kompass eingeblendet hat. Zack. Du, noch mehr Geld. Alter. Was für ein geldreicher Run. Komm schon. Nichts drin hier. Ah, ein Glück. Ich vermute, es hängt auch... Was ist denn hier los? Okay. Das muss wahrscheinlich auch damit zusammenhängen. Das nehme ich erstmal. Zersprengen mal den Shopbesitzer. Der hat nichts. Die Pille gemacht. I can see forever. Perfekt.
Ich hatte noch den Supergeheimraum nicht. Den Key nehmen wir mit, wenn wir in die Chest gehen. Können wir uns auch leisten, wir haben hier noch gut rumliegen. Gratis-Pille können wir uns holen, warum nicht? Die ist down? Nö, schade. Die Rest würde ich gerne einzahlen. Das ist meine letzte Möglichkeit hierfür. Na schön. Wo haben wir den Supergeheimraum? Da ist er. Das war ja perfekt. Und den Goldraum nicht vergessen, bitte. 48 Stunden Energie. Boah, erstmal ausrüsten hier. Wenn wir schon so eine Möglichkeit haben. Hier oben ist nochmal Energie, glaube ich. Genau. Hier war Full Health. Brauchen wir nicht. I can see forever. Warum nicht? Explosive Diarrhoe. Tears down. Okay, wir nehmen die Energie mit. Und können uns dann wieder um 3 Herzen heilen. Zoom. Boah, wie schnell Guppy ist. Zeig mal her. 3 Geschwindigkeit. Wenn 3 Geschwindigkeit so schnell ist. Wie schnell sind wir denn mit 7? Das muss ja nein! Das muss ja dann episch sein. Zack, 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 zack. Wir brauchen eigentlich gar kein Geld, aber ich nehme es mal mit. Warum liegen lassen, wenn man es mitnehmen kann? Abkürzung? Nö. Keine Abkürzung. Fum, fum. Tschum. Und ich kann überall rüberfliegen. Juhu. Hier ist noch ein Kampf. Und ich kämpfe. Bettle euch mit mir. Das Glück der Karten ist auf meiner Seite. Das Glück der Tränen. Nee, ich will nicht pupfen, wenn ich Geld aufhebe. Das macht die Schokoladentafel. So, meine Liebe. Meine liebe Hand. Zack. Hier war noch eine dritte Hand. Ich weiß es. Oh, 4 sogar. Ich dachte, es wären nur 3. Ich habe nur 3 gezählt vorhin. Hm. Überschreibt es diese Schüsse? Oh, ach du Schande, ob das jetzt gut war? Ich mag es sogar bezweifeln, aber gut eingesetzt kann es gut werden. Ich kann mir auch alles schön reden. Ich werde es ja sehen und probieren. Hier sind die Stacheln. Ne, will ich nicht hin. Oh, guck mal. Sparschwein hat da was fallen lassen. Auf der linken und auf der rechten Seite. Das nenne ich mal einen Deal. Wir probieren jetzt mal Mom mit unserer kontrollierten Träne. Ich dachte eigentlich, das wäre es Laser, aber Control Tears? Gut. Weiß ich jetzt auch, wie es aussieht. Komm, zeig mal, wie viel Schaden. Müsste eigentlich explodieren, müsste es eigentlich. Nein, 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 Achtung. Verdammt, Axt. Ich hätte es doch sehen müssen. Nein, 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 die Träne da unten. Verdammt. Muss ich wieder auf 2 achten. Ich kenne zwar schon aus anderen Spielen, dass ich immer auf 2 gucke. Aber ich muss ja auch auf mehrere Gegnerseiten gucken. Beim Tränen ist ja eigentlich relativ simpel. Weglaufen und in die Richtung Tränen, wo man wegläuft. Wir brauchen noch mehr Schaden auf die Control Tears, dann ist cool. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Aber sie kriegt halt Schaden, wenn sie uns trifft. Das ist ein kleiner Bonus. Wir haben 3 Schaden. Wir benutzen die Pille und heilen uns. Ach nee, nur 2 geht. Okay. Hab mich getäuscht. Wir nehmen es Polaroid, habe ich gesagt. Ach cool, mit Explosive Shots hätte ich es machen wollen. Aber wohl, jetzt, wenn wir immer Schaden kriegen, kriegen wir den Effekt vom Polaroid. Ein Schutzschild. Yeah. Womb 1. Mit Isaac. Das ist ja anstrengend die ganze Zeit. Vor allem so träge. Wir müssten Tears Up, glaube ich, bekommen. Oder die Schussgeschwindigkeit ist doch relativ. Die Schussgeschwindigkeit müssen wir kriegen, genau. Dann fliegt ja unser Schuss logischerweise schneller. Und das ist ja unser Schuss. Nä. Kommt hier noch eine Hand? Bei den großen Räumen kommen immer mehr als 2 Hände. War doch schon immer so. Aber immer dadurch, dass wenn das Ding die Gegner trifft, kommen wir haufenweise das Fliegen raus, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt mal geguckt, wir haben haufenweise Fliegen jetzt. Juhu! Wenigstens ein Vorteil. Die Träne stehen lassen und Fliegen kassieren. Wow, Alter. Das geht ab vom Schaden. Komm, lass hier eine Treppe sein. Eine Leiter! Nö. Ich hätte gerne ein Trinket genommen. Ach, guck mal. Yeah, Lebensupgrade. Kann ich hier brauchen. Ich habe nichts mehr. Den da drüben kann ich nicht bezahlen, leider. Blaue Herzen will ich auch nicht opfern. Das kostet ein ganzes Herz. Oh, Lucky Food. Yeah. Der wirkt sich auf viele verschiedene Sachen aus. Und auch wieder nicht. Kann ich gar nicht genau sagen, auf was alles. Ach, Polaroid. Guck an. Zack, einfach gegenlaufen da. Oh, noch mehr Fliegen. Nehme ich gern. Gerne. Ach, guck mal. Tam, 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 tam. Wie einfach kann das sein? Der Raum war echt... Was ist denn das hier für ein Raum? Eine Fliege? Ach, guck mal, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da gehen wir nicht rein. Obwohl doch.
Hat sich nicht gelohnt. Aber hätte er sein können. Zack. Nein. Zack. Ach, guck mal. Können wir es direkt heilen, wenn wir rauskommen. Zack. Zack. Nichts verloren. Wow, wie viel? Für Maden. Oder Föten? Würmer. Embryonale Föten oder keine Ahnung, was es hier sein soll. Würmer halt. Sieht aus wie kleine Würmer, die hüpfen. Müsstet ihr nicht wie Raupi euch rauben? Auf dem Boden hin und her ziehen. Da, guck mal, die ganzen Fliegen, die wir uns hier hortet haben, dadurch durch die ganzen Gegner. Alter! Alter, guck mal! Wer jetzt den Endboss kommen? Oh, das tut kurz weh. Aber nur ganz kurz. Ach, es tut nur ganz kurz weh. Mom. Oh, die... die fliegen! Das ist ja Hammer. Awesome, Guppy. Dass wir auch so weit weggehen können dadurch. Das Positive ist, wir machen uns nicht selber Schaden, wenn wir einen Gegner angreifen. Das ist viel was Cooles. Nein, 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 aua. Ich konnte nicht weiter runter, da hätte ich gleich gelasert. Nein, nein, nein. Oh. Achso, der da rechts lasert nicht, der schießt nur Blut. Ich dachte gerade, ich bin geliefert. Ich gucke ja eigentlich mehr auf die Träne statt auf alles andere. Uah. Einfach ausweichen und die Träne machen lassen. Juhu. Nischt. Komm, wo ist der Boss? Ich will die Fliegen verwenden. Okay, die Fliegen gehen alle. Ziel. Genau, weg. Spring mal hier, die Bombe macht ein bisschen rechts. Nischt. Ich hoffe immer darauf, da was rauszukriegen, aber. Ist ja nicht so. Nein! Du kannst rasen, wie du willst. Du wirst mich nicht kriegen. Blub, 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 blub. Wir sind Guppy, die Fliegen müssen auf unserer Seite sein. Ach, guck mal. Nächstes Guppy-Item. Jetzt müssten wir so ein Ultimativ Guppy werden. Keine Ahnung. Müssen wir irgendwie stärker werden. Wir haben jetzt 4 Guppy-Items. Das wäre nochmal super, wenn sie es irgendwie mit einem DLC einfügen würden. Dass man umso mehr Guppy-Items, umso stärker wird man. Das wäre episch, wäre das. Zack, na komm mal her. Nein, die ganzen Fliegen sind weg. Ja, komm, wir finden hier eh nichts mehr wirklich. Versus Death. Ein apokalyptischer Reiter. Wer sagt's denn? Naja, wir lassen mal die Fliegen machen. Der hat nicht mal seine Schwingen geschworen. Find ich nicht. Yeah! Meat Boy, er läuft rum. Könnten wir jetzt noch einmal kriegen? Wir haben jetzt das Herz. Da kommen wir zu Satan und zum... zu Isaac und zum Blue Baby. Ich glaube, die Chancen sind ziemlich gering dafür. Aber, yeah, nehmen wir. Evil Damage, Angstschüsse. Und wir können uns ja wieder die Herzen hochhalten, die wir ausgegeben haben. Das finde ich nice. Guck mal, unsere Herner. Boah. Ein böses Guppy. Zeig mal ihr Leben. Wir müssten eigentlich 12, 10 haben. 10 Herzen müssten wir haben.